Mein Name ist Dorian Sandner, ich mache den Vortrag zum Jupyter Notebook, damit Sie sich richtig wiederfinden alle. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der müde ist. Die Talks sind anstrengend, aber ich freue mich, dass so viele erschienen sind. Kurz vorher, wie viele Leute waren jetzt im Scientific Python Stack Vortrag? Doch, fast die Hälfte, würde ich sagen. Mein Vortrag betrifft das Jupyter Notebook, das ist schon angesprochen worden vorher. Ich habe vor, den Vortrag ein bisschen zweizuteilen, zuerst einmal ein bisschen auszuholen, um über den Typ, was das überhaupt für eine Art von Software ist, zu reden, ein bisschen zu erklären und anschließend einen kurzen Demo-Teil zu machen. Das wäre die grundlegende Idee. Das Jupyter Notebook nennt sich das wissenschaftliche Notizbuch, ist aus meiner Sicht ein bisschen ein neuer Typ von Software, weil früher hat man so entweder, der Programmierer arbeitet entweder in seiner Textverarbeitung und hat dann eine Shell offen und man wechselt sich da immer ein bisschen ab oder man hat eine integrierte Entwicklungsumgebung, da ist dann irgendwie alles drinnen, das ist fein, wenn man viel Code schreibt, aber eben aus dieser Data Science Bewegung ist es so, dass es einfach Bedarf für eine neue Art von Software gibt. Wenn man Daten analysiert, ist es viel wichtiger, da schnell wechseln zu können, ja, sich unterschiedliche Daten zu holen, vielleicht seine Software ein bisschen anzupassen, Dokumentation hinzuzufügen, womöglich auch interaktiv mit den Daten arbeiten zu können. Und genau dort möchte eben dieses Jupyter Notebook Platz finden. Und ich glaube, dass es einer der Werkzeuge ist, die dazu geführt haben, dass Python auch in der Scientific Community ein gutes Standing hat, weil das damit einfach fesch arbeiten ist. Und Ziel wäre, alles, was ich brauche, um an meine Daten zu kommen, um die vernünftig aufzubereiten, bis hin zu einer Präsentation, zur Publikation, irgendwie in ein Werkzeug unterzubringen. Das möchte das Jupyter Notebook. Lizenziert ist es unter einer leicht veränderten BSD 3 Lizenz. Es funktioniert systemunabhängig, das heißt, was auch immer man sich als Betriebssystem herrichtet oder verwenden möchte, ist einsetzbar. Ich habe da jetzt einmal Screenshots reingenommen, wie man sich sowas vorstellen kann. Ich habe schon gesagt, das Ganze ist zellenorientiert, das heißt, man hat ein Dokument, das aus einzelnen Zellen besteht. Jede Zelle kann unterschiedliche Typen haben oder ich kann einen Typen haben. Ich kann also, wie man hier sieht, Dokumentationsteile haben. Hier Exploring the Lorentz System, ist offensichtlich ein Text, der hinterlegt ist. Darunter habe ich dann eine kurze Codezeile und einen Interaktionsbereich mit Schaltern, Visualisierung. Das Dokument selber ist im Prinzip ein JSON-Format, wo also meine Textteile und Source-Code-Teile untergebracht sind. Und wenn ich es einmal ausführe, werden auch die Ergebnisse, das heißt die Bilder, die Daten, die produziert worden sind, in diesem JSON-Format abgespeichert. Damit kann ich meine Ergebnisse, die ich errechnet habe, ganz leicht weitergeben. Der, dem ich dieses Dokument gebe, der kann sich es auf jeden Fall mal anschauen. Und es gibt aber auch für den die Möglichkeit, dieses Notebook gleich noch einmal ausführen zu lassen. Ja. Nur damit man mal eine Vorstellung hat, wie das ungefähr ausschaut. Das ist mehr oder weniger eine Linksammlung mit den interessantesten Bereichen. Es gibt wirklich gute Sammlungen von Notebooks zu allen möglichen Problemen. Das sei eher nur erwähnt, dass die Dinge gibt. Die Präsentation werde ich dann natürlich bei den Linux-Tagen hinterlegen, sodass man sie da durchklicken kann. Das als schnelle Intro. Wie gesagt, ein paar Dinge möchte ich erzählen, bevor wir in die Praxis gehen. Zunächst einmal das Umfeld. Die Jupyter-Entwicklung ist sehr gut abgesichert. Einerseits dadurch, dass der wissenschaftliche Background, also die Unterstützung von den Universitäten groß ist. Mittlerweile gibt es aber auch wirklich große Geldgeber, sprich Google, Bloomberg, einige Stiftungen, die investieren, um die Entwicklung weitergehen zu lassen. Es gibt ein Steering Council. Im wichtigsten Kernprojekt gibt es über 300 Contributor und die Jupyter Arbeitsgruppe hat sich eingebracht in eine Non-Profit-Organisation, die nennt sich NumFocus, wo eben sehr viele Softwareprodukte drinnen sind, die sich mit sagen wir Mathematik, Statistik, Machine Learning und Ähnlichem beschäftigen. Und ganz cool auch,
Zweimal wöchentlich gibt es Dev-Meetings, die auch auf YouTube ansehbar sind. Da sieht man irgendwie, wie aktiv die Community ist und was da abgeht. Und es ist ein sehr niederschwelliger Zugang, sich da mal anzuschauen, was diskutiert wird. Ich finde eine wunderschöne Möglichkeit, da mal einfach reinzuschauen, wenn es interessiert. Entstanden ist das Ganze aus dem IPython-Projekt. Das ursprünglich, wie es angefangen hat, eben im Jahr 2001, eigentlich nur Erweiterung für das Python-Command-Line-Shell war. Ja, das hat damit angefangen, dass eben Tab-Completion geht. Ja, wenn ich Variablen habe, möchte ich so wie in der Bash oder halt in der Shell Auto-Completion haben, nach dem Punkt die Methoden aufgelistet haben, ich möchte sehen, mit welchen Klassen ich arbeite, solche Dinge. Oder eben die History, dass ich etwas, was ich schon eingetippt habe, indem ich mit dem Pfeiltasten nach oben fahre, wiederholen kann. Ganz einfache Sachen. Und wenn man sich anschaut, es hat dann 10 Jahre gebraucht, bis sich IPython dorthin entwickelt hat, wo dieses Notebook entstanden ist. Das Notebook in dem ersten Release hat dann schon die Fähigkeit gehabt, meine direkte Eingabe von dem dahinterliegenden Kernel zu trennen. Und zum Beispiel für Debugging-Zwecke ist das ganz gut. Halt. So haben wir jetzt einen Ausfall. Bei mir ist noch alles da. Ich stecke nochmal aus. Das Kastel ist weg, also wenn wir so einen Techniker haben. Jetzt wird der Strom weg. Yay. Wie gesagt, das hat ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis das Notebook entstanden ist. Dazwischen ist viel experimentiert worden, aber wie das Notebook da war, waren eben ganz wichtige Dinge schon irgendwie klar. Das IPython-Projekt hat darauf gesetzt, dass der Kernel, der diese Dinge ausführt, die ich interaktiv eingebe, trennbar ist von der Oberfläche, um eben für Logging-Zwecke oder für Debugging-Zwecke sich auch von mehreren Konsolen auf diesen Kernel verbinden zu können. Wichtiger Punkt. Zweite Sache, man hat sich entschlossen, auch die Oberfläche selbst komplett von dem eigentlichen Projekt zu trennen. Das Notebook ist ja nur die Web-Oberfläche, wie es mir im Web anschauen. Ich kann damit aber auch nativ auf komplette GUI-Elemente zugreifen. Das heißt, ich kann PyQt oder GTK oder WXPython als native Elemente mit einbinden und habe immer noch interaktive Arbeitsmöglichkeiten über meinen Webbrowser. Das ist besonders dort interessant, wo man halt wirklich zum Beispiel komplexe Widgets erstellen will. Da will man halt mehr Funktionalität, eventuell Drag and Drop oder ähnliche Sachen, die man im Web halt nur sehr umständlich hinkriegt. Und was damals auch schon dabei war, Parallel Computing. Python ist ja bekannt dafür, nicht super schnell zu sein, interpretierte Sprache. Auch das Thema Parallelrechnen hat sich erst jetzt mit den 3er-Versionen von Python wirklich in Wohlgefallen aufgelöst. Und dem hat schon die Möglichkeit dabei gehabt, quasi per Knopfdruck sich einen Cluster anmieten zu können, um richtig Number crunchen zu können. Und wie man sieht, von 2011 bis jetzt 2017 hat sich einiges getan. Das IPython-Projekt hat auch beschlossen, aus dem eigentlichen Sprachkern irgendwie hinauszutreten. Und das Projekt Jupyter setzt sich halt jetzt zusammen aus Julia, Python und R. Das sind die Kernsprachen, die unterstützt werden. Wir werden aber dann gleich sehen, glaube ich, auf einer weiteren Folie, zumindest es werden bis zu 30 Sprachen aus der Community schon unterstützt. Das heißt, ich kann in derselben Methode, wenn ich möchte, in OCaml oder in JavaScript oder Ruby verwenden oder PHP oder alles, was halt irgendwie populär ist, lässt sich auf dasselbe Art in das Notebook einbinden und ich kann mit meiner Lieblingssprache arbeiten und werde nicht auf Python gezwungen. Das letzte Release ist, glaube ich, 2 Wochen alt, in der Version 6. Ja, was ich anders sagen muss, was ich lustig finde, also von 2001 bis 2013 hat es gebraucht für die Version 1. Ja? Also die Nuller-Versionen brauchen einen aus dem Umfeld nicht schrecken, die haben halt höhere Ansprüche, man will eine gewisse Stabilität haben und die haben halt so lange experimentiert, bis das gepasst hat und erst dann eine Version 1 rausgegeben. Und da gibt es da auch Zusagen, dass das,
dass das quasi jetzt halbwegs stabil ist. Unter der Haube Jupyter haben sie einen ganzen Haufen Bibliotheken entwickelt, die einfach wichtig waren, um das Jupyter zu dem machen zu können, was es ist. Zum Beispiel die Tradelets, das sind im Prinzip Datentypen, die Eventloops dabei haben. Das ist einfach die Basis für die darunterliegenden IPy-Widgets. Wir haben das vorher beim SciPy eventuell schon gesehen. Es gibt sehr leicht die Möglichkeit, interaktive Schaltelemente zu machen, die mir gleichzeitig im Hintergrund was visualisieren oder sonstige Berechnungen lostreten. Und diese Tradelets sind quasi die Basisbibliothek, die dazu führen, dass ich sehr einfach bei Änderungen einen Eventloop anwerfen kann, die mir automatische Berechnungen weiterführen. IPy-Kernel sind angesprochen, es gibt Extensions, das heißt, man kann dieses ganze Jupyter-Notebook und beliebige Dinge erweitern. Der NB-Convert ist dafür zuständig, dass ich die Notebooks, die ich habe, anschließend auch publizieren kann, Richtung PDF oder HTML. Es gibt einen eigenen Viewer und mittlerweile gibt es auch eine Multi-User-Umgebung, weil das Jupyter-Notebook ist eigentlich auf Einzeldarts ausgerichtet. Wenn man im Universitätskontext seinen 50 Studenten was zur Verfügung stellen will, dann würde man das über den Jupyter-Hub lösen. Intern wird auf ZeroMQ aufgesetzt als Worker-Lösung, als Messaging-Lösung. Das heißt, arbeitsintensive Dinge kommunizieren mit dem Kernel über diese ZeroMQ. Tornado als Webserver, jQuery, glaube ich, kennt man auch. Zur Installation. Auf den Linux-Tagen kann man sagen, Linux-Leute haben bei der Installation meistens kein Problem. Für Mac- und Windows-User, du hast das auch angesprochen. Also unter Windows kann ich jedem gratulieren, der das Jupyter-Notebook mit allen Dingen selber installieren kann. Zu empfehlen ist Anaconda, ist heute auch schon angesprochen worden, ist von Continuum Analytics eine Distribution, die den gesamten wissenschaftlichen Stack mitbringt, inklusive Fortran, Compiler und was man an Bibliotheken braucht. Ist eine gutartige Distro. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn Firmen anfangen, eine freie Programmiersprache zu packagen, aber der Conda, der Paketmanager, ist frei verfügbar, ist Open Source, die machen nichts Böses. Ja, wenn man es installiert hat, startet man das ganze Ding mit Jupyter Notebook. Man kann eventuell noch ein Verzeichnis angeben, das man als Basisverzeichnis haben möchte und das Ding dann starten. Und da bin ich hoffentlich so weit durch, dass ich auf mein Demo springen kann. Das ist nämlich der Teil, den ich angekündigt habe, kurz herzuzeigen. Ich habe also bei mir so ein Jupyter Notebook gestartet. Man hat zunächst einen einfachen File-Browser, kann da in Verzeichnisse hineingehen und sich eben ein Verzeichnis suchen, wo man in dem Fall weiß, dass Jupyter Notebooks drinnen sind. Und die kann ich einfach öffnen und die werden dann dementsprechend ausgeführt. Das heißt, man sieht, da ist jetzt ein Notebook da. Die schon angesprochenen Zellen sieht man als Highlight. Ich muss einfach einmal auf eine Zelle klicken, dann sehe ich die Zelle. Funktionieren tut der Editor so wie in Vim. Das heißt, mit Escape komme ich in diesen Kommandomodus. Und einzelne Hotkeys führen dazu, dass etwas ausgeführt wird. Es gibt da das typische Steuerung P, wo man halt diese Liste der Kommandos sich holen kann. Und was weiß ich, wenn ich eine Zelle splitten möchte, das einfach eintippt und er bringt mir halt die Kommandos, die mir zur Verfügung stellen, dann relativ schnell. Wenn ich eine Zelle bearbeiten möchte, einfach doppelt klicken. Na, doppelt klicken, wenn ich es hinkriege. Jawohl. Man sieht, diese Zelle ist eine Markdown-Zelle, das heißt, die ist zur Dokumentation da. Ich schreibe einfach in Markdown hinein. In Markdown, wer kennt nicht Markdown? Allen bekannt, sehr gut. Genauso eingebunden sind, wenn ich Richtung Mathematik gehen möchte, Math-Checks, Darstellungen, das heißt, Mathematik kann ich sehr einfach, oder Formeln kann ich sehr einfach formulieren. Beziehungsweise auch LaTeX, wenn man sie anschaut, da haben wir so ein paar Beispiele. Wenn ich so etwas schreiben möchte, ist der Source-Code dazu, genau so zu schreiben. Ich habe also zwei Dollarzeichen für Anfang und Ende und schreibe dann meine Formel. C ist gleich, die Wurzel aus A hoch 2 plus B hoch 2 und das rendert dann im Endeffekt genau diese Formel. Damit habe ich schon mal die Möglichkeit, mathematisch irgendwie zu beschreiben, was ich da tue.
Genauso habe ich die Möglichkeit, das in Python zu machen. Die Zellen habe ich dann nur in aller Kürze angeführt. Die Frage ist jetzt natürlich, was wir uns da vielleicht noch im Detail anschauen. Ich hätte ein paar Sachen vorbereitet. Markdown, Mathchecks, glaube ich, ist bei dem Publikum fast ein bisschen fad. Aber es gibt Notebook-Basics, die sozusagen einmal zeigen, was das Ding in etwa kann. Und das, glaube ich, laufen wir jetzt einfach ganz schnell durch. Es gibt die Magic-Commands. 2% und ein File mit einem Filenamen erzeugt einfach eine Datei, die dann dementsprechend heißt. Das heißt, wenn ich dieses jetzt ausführe, mit Shift-Enter ist diese Zelle ausgeführt worden und die Datei ist entstanden. Mit $Run kann ich das ausführen. Genau diese Datei ist evaluiert worden und ich sehe, die Variablen, die da drinnen sind, sind auch im Notebook dann zur Verfügung. Wenn Fehler produziert werden, ich mache noch eine Datei, ja, also File ErrorPy schreibt wieder eine Datei raus ins Verzeichnis, in das Stammverzeichnis. Ich führe das aus und kriege auch schöne Tracebacks. Also auch das ist ja wichtig, wenn was nicht funktioniert. Ein Beispiel vielleicht für die QD-Integration. Wie gesagt, alles, was mit Prozentzeichen oder 2% anfängt, sind diese Magic-Commands, die IPython mit sich bringt. Beispiel für die QD-Integration. Ich habe das Magic Command, dass ich QD verwenden möchte und mache mir jetzt einfach eine simple Applikation, die mir allerdings jetzt auf dem falschen Fenster, auf dem falschen Bildschirm aufgeht, der Herr Rumissi. Das ist jetzt ein QD-Widget und was das Besondere dabei ist, ich sehe, mein Jupyter Notebook ist immer noch responsive, ich kann darin arbeiten, es blockiert mir nichts. Da überlegt man jetzt natürlich, wie das geht, sage ich mal, ja, da grinst schon jemand, oder? Das ist jetzt natürlich nicht ein Ausbrechen aus dem Browser, der man jetzt QD aufrufen kann, sondern das macht die Serverseite. Das funktioniert nur, solange der IPython-Server da ist. Ne? Aber, ja? Ich kann das QD-Widget jetzt ganz normal mit C++ füttern, wie ich lustig bin. Das ist QD, ja. Da kann man tun, was man will. Und eben wirklich komplexe Dinge. Ist das eine Freude, das Lachen, oder? Ja, gut so. Könnte man nochmal Zellen ausführen, was man da schauen? Wie bitte? Wie? Eine Zelle ausführen. Achso, Shift-Enter. Genau. Enter geht in die Zelle rein, ich kann editieren, Shift-Enter führt sie aus, Alt-Enter führt die Zelle aus und macht danach eine neue und den Rest mit Steuerung P suchen, was an Kommandos da gibt. Ja, das ist alles nicht so lustig. Schauen wir uns vielleicht noch ein anderes Workbook an. Ich habe die Möglichkeit, erstens Checkpoints zu setzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mein Notebook save, kann ich eine Version anwerfen, also eine Versionierung anwerfen und dementsprechend auch zu den entsprechenden Checkpoints wieder zurücklaufen. Ich habe die Möglichkeit, das Notebook entweder als Notebook-File, so dass ich es meinen wissenschaftlichen Kollegen weitergeben kann, zu exportieren oder nur die enthaltenen Skripts. Kannst noch HTML oder PDF exportieren, alles ganz nette Sachen in dem Fall. Schließen wir das. Ja. Das Dateiformat von dem Ding, was man da so kennt, das ist JSON. Also die Zellen sind in JSON und auch die Ergebnisse, das heißt, wenn ihr ein Skript habt, das mal ein Bild erzeugt, wird das Bild in JSON serialisiert. Damit habe ich eben die Möglichkeit beim Exportieren alles, was ich ausgeführt habe, statisch festzuhalten. Ja, 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 sicher. Ich meine, wenn du Bilder erzeugst und da Bilder drin sind, es wird halt groß, aber es geht, ja. Lass die ganz einfach serialisieren. Ich wollte eigentlich da vielleicht nochmal. Verzeihung. Haben wir noch irgendein kurzes Beispiel? Ja. Mit hätte ich noch, die Zeit wird ein bisschen knapp, Beispiele für Einbinden von GoKernel. Plotten, glaube ich, haben wir heute auch schon gesehen. Börsendaten visualisieren, ich weiß nicht, schauen wir halt kurz rein. Das wäre so ein typisches Beispiel. Man findet irgendwo Quellen, die man haben möchte, importiert sie im Normalfall immer, was man halt so braucht am Anfang, was man sich mitnehmen möchte. Definiert sich, was man sich holen möchte. Die Bibliotheken sind meistens so gebaut, dass das Einlesen von strukturierten Daten sehr einfach ist. Ich habe da halt jetzt einfach einmal quasi einen Kurs geholt und den visualisiert.
es lassen sich ja Vergleiche sehr schnell machen. Ich kann anfangen, Differenzen zu berechnen, mir aus, ja, die Detailmathematik geht mir fast zu sehr ins Detail. Was mir wichtig wäre, ist darauf hinzuweisen, dass das eine neue Art von Arbeit mit Code und Dokumentation ist. Und ich glaube, für Studenten oder für wissenschaftliche Publikationen ist es einfach ein wirklich spannendes Ding, sich das anzusehen. Die Einarbeitungszeit ist relativ kurz und damit muss ich mich schon bedanken. Es ist etwas kurz. Falls wer Fragen hat, ich werde natürlich noch da sein. Oder gibt es eine schnelle Frage? Ja. Wie schaut es aus, wenn ich das ganze Ding exportiere als PDF? Kann ich meinen LaTeX dadurch ersetzen, dass ich da drinnen das ganze Zeug schreibe mit dem Code und sonst schreibe, sage, bitte exportiere mir den. Genau, also es gibt diesen NB-Converter, der dafür sorgt, dass man schöne PDFs machen kann. Und da gibt es halt auch schon fertige Vorlagen, um wissenschaftliche Paper, diesen Look halt irgendwie rauszukriegen. Es gibt Leute, die schreiben schon Bücher damit. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man was Bestimmtes erreichen will, ist es immer noch nicht so ganz easy, das durchzuführen. Also ich muss aber auch sagen, ich publiziere nicht, insofern ist das nicht mein Stammthema. Ja? Wie sinnvoll ist es eigentlich, oder wie kompliziert ist es, zentral vom Server zu installieren? Zentral? Es gibt das Projekt Jupyter Hub, das dafür gedacht ist, das zentral auf dem Server zu erstellen. Das funktioniert dann auch so, dass sich die lokalen User dort anmelden können. Da wird dann jedes Mal über Docker eine Instanz zur Verfügung gestellt, sodass jeder User halt sein eigenes iPython-Notebook kriegt. Erfahrung? Ja, das geht super. Ja. Collaboration ist gerade in der Arbeit und das ist noch nicht dafür gedacht. Die einzelnen Notebooks sind noch Single-User. Aber auf YouTube in den Dev-Channel gehen, das ist gerade fest in Diskussion. Wie ressourcenintensiv ist das? Das heißt, die Installation von Jupyter, was macht die denn? Die Anaconda-Installation ist groß. Ja, genau. Da ist das auch schon fertig inkludiert. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, was eine Minimalinstallation ausmacht, aber ich sage einmal, 300-400 MB ist ein Anfang. Ja, ist ein Anfang. Ja, aber wie gesagt, mit der Anaconda-Installation hat man dann wirklich, ich sage einmal, 90% der Bibliotheken, die im Standard vorher für die wissenschaftliche Arbeit gebraucht werden. Gut, es tut mir leid, wir müssen beenden. Ich bin noch da, falls wer Fragen hat. Vielen Dank.